Sarah Lacker, Leichtathletik ist für Sie das Leben. Vom Orientierungslauf kommen wir nun zur Leichtathletik. Sarah Lacker gilt als eine der größten Nachwuchshoffnungen in der heimischen Leichtathletik. Vergangenen Sommer hat sich die damals 16-Jährige zur Weltmeisterin der unter 20-Jährigen im Siebenkampf gekürt. Wir haben die erfolgreiche Kärntnerin zu Hause besucht und nach ihrem Erfolgsgeheimnis gefragt. Sarah Lacker ist in Brotbränden bei Rotenthurn im Drautal zu Hause. In dem idyllischen Dorf auf 800 Meter Seehöhe haben ihre bisherigen Erfolge ihren Ursprung. Seit Jahren sind Elternhaus und Natur ringsum ein Trainingsplatz für die 17-Jährige. Die Sarah war immer ein quicklebendiges Kind. Also die war immer auf die Füße mit mir spazieren gegangen. Da war sie 3 Jahre, da ist die mit mir schon spazieren gegangen. Eine Stunde ist die durchmarschiert, da hat sie überhaupt nichts gegeben. Und die war gerne auf die Bahn, die war immer unterwegs, ist geklettert und alles. Und uns war es einfach auch wichtig, dass jedes Kind irgendeine sportliche Betätigung hat. Und da ist uns wirklich das Glück zugute gekommen, dass der Georg Wertner eben in der Schule mit der Frau Rieder diese Tests gemacht hat. Gell? Und da ist man drauf gekommen, dass sie doch eigentlich recht begabt ist anscheinend. Und dann ist der Georg Wertner zu uns gekommen und hat eben gesagt, dass eine Leichtathletikgruppe in Radenthein führt. Und dann haben wir gesagt, okay, super, dann haben wir eine gute Beschäftigung für sie, wenn es ihr gefällt. Und das hat ja eigentlich recht schnell getaugt, sagen wir mal so, weil sie ist gleich einmal da bei den Kinderzehnkämpfen hat sie mitgemacht und sie ist schnell einmal dann unterwegs gewesen, dass sie gesagt hat, sie will zu dem Wettkampf fahren und sie will nach Oberösterreich fahren. Das heißt, man hat schon gesehen, der Sport taugt ihr und deswegen haben wir das auch gerne unterstützt. Und ja, und das mittlerweile macht sie das seit dem 8. Lebensjahr eigentlich. Gell? Bei meinem ersten Kinderzehnkampf bin ich 4. geworden und ich wollte unbedingt einen Pokal haben. Und das war dann auch Grund für mich, dass ich immer trainiere. Ich denke, es macht ihr einfach Spaß. Also das ist wirklich ganz selten, dass sie ein Training hat, wo sie keinen Spaß dran hat. Es ist eher so, dass sie das jetzt wirklich schon braucht. Das Training und die Bewegung, die gehört zu ihrem Leben dazu. Wir haben sie nur im Prinzip gefördert. Also wir haben sie aber auf keinen Fall irgendwie dazu gedrängt, jetzt mach den Wettkampf oder mach das. Das hat sie von sich aus gemacht. Und nach einer Silbermedaille bei den U18-Weltmeisterschaften in Kolumbien im vergangenen Jahr kommt heuer bei der U18-Europameisterschaft in Tiflis noch einmal Silber dazu. Der Höhepunkt dann in Bydgoszcz in Polen, als die erst 17-jährige U20-Weltmeisterin wird. Dazu hat Sarah Lacker in ihrer noch sehr jungen Karriere bereits über 100 Goldmedaillen bei österreichischen Staatsmeisterschaften gewonnen. Alles auch dank der Unterstützung ihrer Eltern. Ja, ich bin sehr dankbar für das, weil ohne dem würde es einfach nicht gehen. Also zum Beispiel jetzt bei den Europameisterschaften in Tiflis, da war der Papa, ist auch runtergeflogen, war dabei. Und dann bin ich zu ihm ins Hotel gegangen und er ist dann einfach so immer so die geistige Unterstützung für mich, wo ich mir denke, wow, ohne dem hätte ich es jetzt vielleicht nicht geschafft. Oder auch wenn ich dann heimkomme und die Mama und alle da sind. Und auch die ganze Unterstützung vom Verein, das ist richtig wichtig für mich. Und einer der wichtigsten Wegbegleiter ist Trainer Georg Wertner, selbst vierfacher Olympiateilnehmer im Zehnkampf und von Anfang an auch so etwas wie ein sportlicher Mentor für Sarah. Ja, ich habe das Privileg, mit ihr schon 8,5 Jahre jetzt arbeiten zu dürfen und ich muss sagen, vom ersten Tag weg war sie immer einsatzbereit, immer gutwillig, immer optimistisch, immer zuversichtlich und immer... Ja, es war mir eigentlich vom zweiten Jahr weg, 2009, schon klar, dass sie aus einem besonderen Holz geschnitzt ist und dass wir da einiges erhoffen können, sowohl im Jugendmehrkampf als auch im Mehrkampf der allgemeinen Klasse. Seit den ersten sportdiagnostischen Aufzeichnungen hat sich Sarah Lacker kontinuierlich verbessert. Wertner vergleicht die 17-Jährige von der Leistung her mit ganz großen Namen der Siebenkampfszene. Ich habe da schon die derzeitigen Weltklasseathletinnen alle durchanalysiert und mit 15, 16 waren auch eine Jessica Ennis oder eine Brian Tyson Eaton oder selbst die heurige Olympiasiegerin Thiam waren noch nicht auf diesem Leistungsniveau. Sarah hat das Glück, eigentlich durch die 8-jährige Ausbildung jetzt keine Schwäche zu haben. Sie ist über 800, so gut wie die Staatsmeisterin. Sie ist aber auch über 200 nicht weit von der Staatsmeisterin weg. Sie ist im Weitsprung schon Staatsmeisterin. Im Speerwurf war sie jetzt Juniorenstaatsmeisterin. Im Hochsprung ist sie die zweitbeste Österreicherin. Auch im Kugelstoß kann sie schon mitmischen ganz vorne. Sie hat eigentlich jetzt 7 starke Disziplinen, aber alle 7 sind nicht ausgereizt. Also überall sehe ich einige Ideen für,
für Verbesserungen. Also der Georg ist immer so der, der was so die Träume hat, der was seine Statistiken hat, was als möglich wäre. Und ich sage immer so, ja, ich gebe sowieso mein Bestes, ich gehe hin und schaue mir das an und schaue, was drin ist. Ich will mir keinen Druck machen, aber ich bin sehr ehrgeizig. Aber ich zeige das vielleicht nicht so nach außen, so dass ich sage, so jetzt gehe ich hin und gewinne, sondern ich sage, ich gehe hin und mache das Beste draus. Dreimal die Woche trainiert Sarah Lacker von der Schule aus. Dazu kommen Einheiten mit Georg Wertner, der zwischen Oberösterreich und Kärnten pendelt. Training und Schule gehen bei ihr Hand in Hand. Nach dem erfolgreichen Saisonabschluss Anfang September mit Mannschafts- und Einzeltitel bei den oberösterreichischen Mehrkampfmeisterschaften steht nun eine lange Vorbereitungsphase für kommende Ziele an. Und die mentale Kraft für künftige Erfolge schöpft die 17-Jährige am liebsten immer noch zu Hause. Dort, wo vor knapp 9 Jahren alles angefangen hat. Sarah Lacker wurde für ihre Erfolge im Herbst mit dem Jugendsportpreis der Sporthilfe ausgezeichnet.